meine Damen und Herren, wir sind wieder unterwegs bei unseren Level 1 Kreuzern. Zuerst von Panasien und dann von Frankreich. Wir sind mal gespannt, wie wir da durchkommen. Bei mir, also alle, die mit Doppelpunkt sind, müssten eigentlich Bots sein. Das heißt, mein Team besteht eigentlich komplett aus Bots und ich habe gerade noch einen richtigen Gegner. Genau, weil hier steht nämlich kein Kontext öffnen, nur bei dem hier. Melden, Lob, gute Manieren, würdiger Gegner. Das kann man auch alles machen. Also, sind wir uns jetzt 100% sicher, immer wenn Doppelpunkte stehen, sind wir mit Bots unterwegs. Und dieses Mal eben mit einem richtigen Gegner. Wenn ich Glück habe, mache ich den sogar kaputt. Wäre nice. So, und jetzt zu unserem Schiff. Die Chang'an. 19 Knoten. Das waren glaube ich 30 km/h knapp. 4000 HPchen. Eine recht kleine Map und zwei Dings. Was gesteckt denn hier? Warum höre ich das alles ganz leise? Jetzt ist die Musik ist leise geworden bei mir. Wenn man plus H ist, sind glaube ich bei den Level 1er ist das normal. So, gucken wir mal. Ja, jetzt kommen, jetzt muss ich doch treffen. Ein Durchschlag. Also vorhin mit den zwei, die ich gleich gemacht habe, mit Zitadellentreffer. Halleluja. Gesteckt. Nächste. Und weg ist er vom Fenster. Oder? Komm, ich will ihn töten. Erstblut. Selbst die Bots kriegen Verwarnung wegen Dings. Wegen Verbündeten. Ach, da unten steht der Hermin. Achso, nee, das war nicht ich. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, ob ich den Bot getötet habe oder der... ich den Bot getötet habe. Ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. Den echten getötet habe. Oder was der... Was fährt denn der mein für ein Schiff? Ne, Ali. Ist das nicht die große? Ist das nicht eine Ali? Und Durchschlag. So soll es sein. Schlage ich eigentlich nur noch durch, glaube ich. Ja, Bots töten sich gegenseitig. Das ist überhaupt nichts. Aber für die Stufe 1 ist es, glaube ich, relativ viel, oder? Würde der sich querstellen, hätte ich viel mehr Chancen. Danke! Er hat auf mich gehört. Und weg ist er. Nächster. Ist er noch nicht weg? Oh, der hat ihn getötet. Das war jetzt aber deprimiert. Ich glaube fast die deprimierendste Runde, die ich überhaupt... Nee, es gab schon vorhin die Runden, wo ich den irgendwie gequetscht habe. Das war das deprimierendste, glaube ich. Ja, so läuft das. Warum greift er mich nie an? Also daran merkt man, dass es ein Bot ist. Weil ich stehe irgendwie fast neben den und beschieße ihn die ganze Zeit und der greift mich nicht an. Vorteil für mich? Jetzt ist natürlich alles lauter geworden. War wohl doch zu dicht im Ohr drin. Kennt ihr das, wenn das so nah im Ohr ist und dann auf einmal wird es lauter? Okay, es ging. So, zerstört. Nächster.
Schiff sieht denn noch intakt aus, nicht mehr lange. Guck mal, das glüht da sogar, oder? Oh. Das war doch keine Zitadelle, die Zitadelle ist doch oben. Also, nee, nee, war die Zitadelle. Tut mir leid. Fälle, die sich mit dem Schiff auskennen. Und der letzte Schlag. Man merkt, dass ich glaube ich gegen Bots kämpfe. Ich spiele gut. Ich gewinne. Ich glaube diesmal gewinnen wir. 48 Treffer, 4 mal in Brand gesteckt, 3 getötet. 2 mal Ausfälle, 4 mal Zitadellentreffer. Wir spielen echt gegen Bots. Ich bin immer full unterwegs. Warum bin ich nicht auf full unterwegs? Oder full? Ich kann kein Englisch. Obwohl ich in England war. Schulmäßig. Komm, komm. Ich will den letzten Schuss. Gib mir die Punkte. Ist der Ding schon tot? Ja, der ist schon tot. Würde mich mal interessieren, ich habe ihn bestimmt nie getötet. War bestimmt ein Bot. So wie ich die ganze Zeit geschaut bin. Das sind Unterstützerpunkte. Oder wahrscheinlich Unterstützer. Letzter. Komm, ich will den entscheidenden Schlag machen. Ich bin ja. Oh fuck. Jetzt stecke ich auf immer Schläge ein, obwohl es nur das letzte ist. Der hat auch ein Panasien-Schiff. Und ein Chinkan. Oh. Schade. Ich war nicht der letzte. Aber wir haben gewonnen. Ich habe 100 Punkte gemacht. Die Runde ging lange. Und wir können noch weiterspielen. Also wir haben noch ein Schiff zu tun. Das ist dieses... gute Punkte. Nein, nicht! Ah, nein, 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 zurück zum Hafen. Das wäre fast schief gegangen. Weil wir wollen ja noch einmal mit der Bougainville. 2-1. Wir kommen auf dem Franzosen-Schiff. Okay, falscher Zaun. So, gucken wir mal, sind wir hier gegen Bots unterwegs. Wir sind 2 lebendige 2 gegen 2. Okay. Was haben wir da? Wir haben die Burgundier, die Haschestädte. Wir haben die Himmlin und wir haben die Black Swan als Gegner. Ey, die Black Swan. Ich glaube, ich habe mehr AP als die Black Swan. Und danach, nach dieser Aufnahme, muss ich alles schneiden, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh. Das wird was. Die ganzen Korke schreiben. Schneiden. Und danach muss ich nochmal einkaufen gehen. Und danach wird nochmal gezockt. Also wird Matwana gezockt. Nee, wird Eleanor. Ich muss sagen, Eleanor ist ein richtig nice Spiel. Genau meine Richtung. Also wir haben wieder 3 Kanonen nur. Schade eigentlich. Oh, hier jetzt. Das wird kein Bot sein. Nein. Ich hoffe, ich kriege den kalt, weil ich will wissen, ob das ein Bot ist oder nicht. Klar, rein theoretisch kann ich mir auch kalt machen lassen, dann sehe ich es auch, aber... Nee.
Wieder Zitadellendurchschlag. Oder Treffer-Zitadelle. Ich brenne. Dann muss ich auch noch fischen dann gleich. Das wollte ich machen. War geplant. Soweit habe ich nämlich sonst die ganze Bude fertig. Ich habe nämlich immer wieder sogar mal Fenster geputzt. Alter, ich brenne ja lichterloh. Ja, fast keine Stelle, wo ich nicht brenne. Gerade so noch gerettet. Zerstör. Oh, nice. Angesteckt. Und komm. Na. Aber ich wollte doch. Pff, 400 Einschlag und ich bin schon weg. Vom Fenster. Zerstört. Lebt der Rest noch, oder? Es leben die sonst alle echten Leute noch. So, das war's mit meiner Aufnahme-Season, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch die ganzen fucking Parts, das habe ich nämlich jetzt vergessen zu sagen, wenn euch die ganzen Parts gefallen, dann gebt mir noch, wenn ich einen Daumen runter schreibt, einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn es wollt. Ciao, ciao.